Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Ministerpräsident, das war ja ein bemerkenswerter Auftritt hier heute. Also am Dienstag, sprich vorgestern, haben Sie in Ihrer Regierungserklärung noch gesagt, Hessen sei gut durch die Krise gekommen und es gebe allen Grund, sich zu freuen. Ich habe das schon vorgestern kritisiert, weil ich angemerkt habe, dass die Zahlen immer weiter steigen, dass es sehr viele Tote gibt, auch gerade in hessischen Pflegeheimen, und dass die dritte Welle längst da ist. Und jetzt heute, also nicht mal 48 Stunden später, stellen Sie sich hier ans Rednerpult und sagen, oh, die Inzidenz ist über 100, die dritte Welle ist da, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Und da frage ich mich, war Ihnen das vorgestern noch nicht klar? Also vorgestern lag die Inzidenz bei 89, heute liegt sie bei 100. Das war doch vollkommen klar, dass die Zahlen ansteigen würden. Und viel wichtiger ist die Frage, was haben Sie denn bitte getan, um das zu verhindern? Man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, wir reagieren, wenn die Inzidenz bei 100 ist. Die Aufgabe der Landesregierung ist doch genau das zu verhindern. Wir haben doch im Oktober, November gesehen, wie schnell es geht, wenn man in das exponentielle Wachstum kommt und wie schnell es geht, wenn man erst bei einer Inzidenz von 100 ist. Dann ist man nämlich ein paar Tage später bei 120, bei 130, bei 140. Und jetzt haben wir es doch mit der besonders ansteckenden Mutante zu tun. Und deshalb, das werfe ich Ihnen vor, Herr Ministerpräsident, sehenden Auges. Es war doch seit Tagen, seit Wochen hat sich das abgezeichnet. Statt hier wirklich vorher einzugreifen, ziehen Sie eine Notbremse, wo Sie bei 100 stehen, und erzählen vor zwei Tagen noch, wir würden gut dastehen. Das hat mit Vorsicht, das hat mit vorausschauender Politik überhaupt nichts zu tun. Man tritt doch nicht aufs Gas, wenn man vor sich schon die Wand näher kommen sieht, weil man dann weiß, dass man entweder voll in die Eisen gehen muss oder es überhaupt nicht mehr schafft und voll gegen die Wand fährt. Und das war doch absehbar. Über 73.000 Tote in diesem Land. Über 73.000. Und dann beschließt man bei der Bund-Länder-Runde eine Notbremse, die bei 100 liegt. Das ist verantwortungslos. Wir haben doch die Inzidenzen, die ganze Zeit haben wir über 35 und 50 gesprochen. Da hat man gemerkt, die 50 erreicht man nicht. Und dann hat man gesagt, 100 ist das neue 50, dann bauen wir doch die Notbremse da ein. Und das eben, wo wir eine besonders ansteckende Mutante haben. Ich meine, wir haben Anfang März sind die Lockerungsbeschlüsse gefasst worden bei einer Inzidenz von über 60. Nur mal zur Erinnerung, als das letzte Frühjahr geöffnet wurde, lag die Inzidenz unter 10. Jetzt lag sie über 60. Und das Ganze ohne Teststrategie, mit einer niedrigen Impfquote, mit Kontaktnachverfolgung, die nicht sichergestellt ist, und das eben bei einer hoch ansteckenden Mutante. Und da sage ich ganz ehrlich, da kann man sich doch jetzt nicht hinstellen und sagen, oh Wunder, die Zahlen sind hochgegangen. Ja, wer hätte das denn gedacht? Wer hätte denn gedacht, dass aus 60 ganz schnell 70 und dann ganz schnell 100 werden? Das haben wir doch in Irland gesehen, das haben wir doch in Portugal gesehen, das haben wir doch überall gesehen. Und in drei Wochen werden doch auch die Zahlen dann in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen wieder steigen. Das ist doch absehbar. Und deswegen finde ich, dass so ein Problem ist, die vor zwei Tagen sich noch hier hinstellen und sagen, man könne sich freuen und die Situation schönreden. Weil das geht doch gerade wieder auf die Knochen der Pflegekräfte, des ärztlichen Personals. Die Intensivmediziner haben gewarnt. Die Virologen haben und die Wissenschaftlerinnen haben gewarnt. Die Beschlüsse von Anfang März haben direkt in die dritte Welle geführt, sehenden Auges. Und deswegen finde ich die Art und Weise, gerade wie Sie, Herr Bocklet, hier auftreten, auch wirklich unmöglich. Ja, erst einmal alle Warnungen im Vorfeld vom Tisch wischen, ja, und sich damit einer Arroganz hier hinzustellen und anderen Besserwisserei vorzuwerfen. Und ich finde, ich muss wirklich sagen, ich halte auch den Ton für nicht angebracht. Es gab in Hessen fast 3.000 Tote in Alten- und Pflegeheimen. Und das auch deshalb, weil die Tests, die längst zugelassen waren, einfach zu spät eingesetzt wurden. Das stimmt nicht. Dass die Tests zugelassen waren, und dann hat Hessen zu schnell reagiert. Deswegen sind nämlich in hessischen Pflegeheimen besonders viele Menschen auch gestorben. Und es gibt auch einen großen Unterschied, weil z.B. Hamburg hat das auch mit der Kostenübernahme der Tests anders gelöst als Hessen.
Ja, da gibt es nämlich auch noch einmal einen wichtigen Unterschied, dass die Leute, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen besucht haben, selber für die Kosten der Tests auskommen mussten und eben in Vorleistung treten mussten, um sich testen zu können. Das heißt, wer in einem Pflegeheim besucht werden konnte, das hing davon ab, ob die Angehörigen sich den Test leisten konnten, ein- oder zweimal die Woche. Und genau das war doch wirklich mehrfach Thema im Sozialausschuss. Danach wurde doch immer wieder gefragt, warum so spät, warum nicht ausreichend. Und jetzt einfach so zu tun, als würden wir uns hier hinstellen und besserwisserisch sein, wenn man mal darauf hinweist, dass Warnungen auch ignoriert wurden, das halte ich wirklich für nicht angemessen. Und ich finde auch bei der ganzen Frage jetzt wieder der Schnelltest. Auch da ist die Frage, wieso bestellt man dann erst am 4. März Schnelltest, wenn man sie am 8. März braucht? Warum? Das ist viel zu spät, das ist nicht vorausschauend. Und bei den Schulen ist es doch so ähnlich. Wie lange reden wir in diesem Haus über das Wechselmodell? Wie lange? Wie lange reden wir über Luftfilter und über Corona-Winterfahrplan? Gut, jetzt ist der Winter vorbei. Ja? Wie lange reden wir über das Wechselmodell? Über Monate hinweg hat der Kultusminister das blockiert und wollte davon nichts hören. Und jetzt haben wir die Situation. Und, meine Damen und Herren, das ist ja eigentlich das Allerschlimmste an der Situation jetzt. Wer sind denn die Leidtragenden jetzt wieder? Sind die Schülerinnen und die Schüler? Sind die Lehrkräfte? Sind die Eltern? Sind die Schulen? Die sind die Leidtragenden, weil jetzt war alles vorbereitet, ab Montag in den Wechselunterricht zu gehen. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich gefreut, und die Lehrkräfte hatten viel Arbeit damit. Und die waren schon ziemlich überrascht davon, das wissen die nämlich auch noch nicht so lange, dass sie überhaupt vor den Osterferien noch einmal eine Woche aufmachen sollen. Das hat die überrascht. Und jetzt ist alles vorbereitet. Und heute sagt der Ministerpräsident, Inzidenz liegt über 100. Nächste Woche können die Schulen nicht geöffnet werden. Es bleibt im Distanzunterricht. Leidtragende dieser Politik sind die Schülerinnen und Schüler. Und so verspielen sie Vertrauen. Und mit Ihrem, dazu haben Sie heute nichts gesagt, Herr Ministerpräsident, deswegen gehe ich mal davon aus, mit Ihrem Click and Meet, ja, haben Sie die Geschäfte praktisch wieder geöffnet. Also die Einkaufsstraßen sind voll, die Parkplätze in den Möbelhäusern sind voll, man kriegt ja auch Soforttermine. Also Click and Meet, ich meine, darauf muss man erst einmal kommen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, wo sich nicht mal irgendwie drei Freunde zusammentreffen dürfen, irgendetwas zu installieren, was Meet heißt. Nur jetzt stehen da nicht nur Kundinnen und Kunden in langen Schlangen, sondern mit Ihrem Click and Meet haben Sie einfach dafür gesorgt, dass von einem Tag auf den anderen Millionen von Menschen in diesem Land wieder zur Arbeit gehen mussten. Nämlich alle, die irgendwo im Einzelhandel arbeiten, alle, die in Freizeiteinrichtungen arbeiten, die Sie geöffnet haben, alle Menschen, die in Fitnessstudios arbeiten oder bei Friseuren. Und dadurch ist natürlich die Mobilität gestiegen. Die Busse und Bahnen waren voll. So, jetzt haben wir Click and Meet. Ja, aber davon abgesehen, dass auch klar ist, es ist doch nicht im Interesse der Wirtschaft, weil wenn man die Zahlen nicht nachhaltig runterkriegt, dann ist doch klar, dass der Lockdown sich einfach weiter verlängern wird. Und das merken wir jetzt. Damit gefährdet man nicht nur die Gesundheit und das Leben von Menschen, sondern man verlängert effektiv auch den Lockdown. Aber jetzt gehen die Zahlen hoch. Und das heißt ja, so wie ich sie verstehe, Click and Meet geht weiter, aber die Schulen machen nicht auf. Und das finde ich wirklich ein Hammer, weil im Wahlkampf wird erzählt, der Einzelhandel darf öffnen, und kaum ist die Wahl vorbei, wird die Schulöffnung abgesagt. Und das zeigt die ganze Priorität dieser Landesregierung. Das ist das Problem. Aufgeregtes Getue? Ja, ich bin ziemlich, ja, Herr Bellino, das regt mich ziemlich auf, weil es nämlich hier um das Leben und um die Gesundheit von Menschen geht. Und es geht um Kinder, die seit Monaten nicht richtig in der Schule waren, die in beengten Wohnungen zu Hause sitzen, die ihre Freunde nicht treffen können, die nicht zum Fußballtraining gehen können. Und Ihre Politik... Wir haben immer wieder gesagt, nutzen Sie den Spielraum für Öffnungen, zuallererst für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Schulen. Und nicht zuerst für den Einzelhandel. Die Leute sehen sich nach Öffnungen, ja. Aber die Regierungen haben vollkommen versagt, die notwendigen Maßnahmen sicherzustellen. Ausreichende Testkapazitäten. Wo ist die Teststrategie? Impfen, ein Chaos und der Impfstoff fehlt. Die Gesundheit, die Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Die Maßnahmen sind, diese Maßnahmen wurden alle nicht getroffen. Und man kann doch nicht bei einer Inzidenz von über 60 öffnen, keine Teststrategie haben, keine Nachverfolgung sicherstellen, eine niedrige Impfquote haben und dann glauben, es wird schon irgendwie gut gehen. Wir haben doch im Oktober gesehen, dass es nicht gut geht. Und deshalb, diese Beschlüsse führten direkt in die dritte Welle. Das war vollkommen klar, und das ist das Verantwortungslose an dieser Politik.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete.